So Leute, was geht ab? Ich melde mich nach langer, langer Zeit mal wieder zurück. Mal wieder nach, glaube ich, 4 oder 6 Wochen melde ich mich wieder zurück. Und zwar gibt es natürlich heute wieder was Neues am Golf, was wir natürlich heute austesten wollen. Wundert euch nicht, ich bin hier gerade hier im Garten, draußen regnet es hier wie Hulle. Aber der Golf muss verschönert werden, ihr kennt das Spiel. Und heute geht's weiter. Ihr habt es schon am Titel gesehen und wahrscheinlich schon am Thumbnail und sonst irgendwas. Und heute geht's los. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei... Denn heute bekommt der GTI einmal komplett neue Fußmatten im wirklich einwandfreien Look, Leute. Wirklich kompletto tutti, richtig schick die Teile. Und zuerst gehen wir gleich raus. Ich werde mein Auto komplett aussaugen. Ihr kennt ja, mein Auto ist jetzt nicht so. Ne, ich benutze es halt, sagen wir es mal so. Aber für die Fußmatten werden wir das Auto einmal komplett aussaugen, alles schicko machen und dann werden wir die Fußmatten richtig schön reinlegen. Ich zeige es euch gleich, wenn wir gleich am Auto sind. Weil draußen regnet es, da möchte ich jetzt nicht hier mit der Kamera hier rumlaufen, damit die nass wird und so. Wir sehen uns jetzt am Auto. Bis gleich, Leute. Also hier könnt ihr nochmal den Vorher-Effekt mit den Fußmatten. Alter, hier. Der muss ganz dringend mal ausgesaugt werden, Leute. Ganz, ganz dringend. Guckt es euch an. Es ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der Wahnsinn. Mein Gott, mein Gott. So, jetzt wollen wir mal anfangen mit dem Aussaugen hier. Ja, hier Leute, ihr könnt das mal sehen. Das sind hier nämlich die alten Fußmatten. Das war, glaube ich, Beifahrer hier. Das war Fahrerfußmatte. Das war hinten, das war auch hinten. Also die haben ihr Leben schon gelebt. Raus mit den Dingern. Und Auto ist jetzt richtig schön frisch, wie ihr sehen könnt. Und jetzt hole ich die neuen Fußmatten, da bekommt ihr die endlich auch mal zu Gesicht. So Leute, kleiner Teaser. Ich habe mal eine provisorisch jetzt hier mal reingelegt. Klar, die ist noch faltig und so. Das muss noch alles begradigt werden. Aber hier einmal komplett nur so die Verkleidung geklemmt, hält alles straff, genauso wie auf der rechten Seite hier oben. Also ich muss schon sagen, das ist echt eine richtig coole Aufwertung. War jetzt nicht so die heftigste Qualität, muss ich ehrlich zugestehen, aber dazu gleich mehr. Aber wenn sich das alles hier geregelt hat und die ganzen Falten und so dann raus sind. So sehen die übrigens aus, ich zeig's dir dann gleich, wenn es einmal fertig ist, dann noch einmal vom Ganzen. Aber jetzt bauen wir es erstmal ein hier. So, alles hier schön an die Seiten reingequetscht. Klar, ist jetzt nicht perfekt, sind Universal-Fußmatten, aber so einigermaßen auf Golf 5 zugeschnitten. Nach dem Beifahrer habe ich auch schon... Aua! Oh, mein Nagel, Alter! Tschüschko! Alter! So, den Beifahrer... Ah, Mensch, tut da weh, Alter! Oh! So eingerissen, Alter, meine Fresse. Oh, Junge, Junge. Auf jeden Fall, hier an der Seite, komplett in die Wulst reingestopft. Hier muss es sich natürlich noch anpassen. Es ist natürlich von Lieferumfang alles noch alles steif und hier und atralala. Ihr wisst, wie ich es meine. Aber so, vom Großen und Ganzen, macht es echt einen guten Eindruck. Und auf jeden Fall tausendmal besser, wie es vorher war. Beifahrer habe ich mal Offcam gerade hier gemacht, um zu gucken, wie ich das Ganze dann so handle. Und dann jetzt bei der zweiten Fußmatte hier im Fahrerraum. Ja, seid ihr mit dabei? Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden soweit. Sieht echt okay aus. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, ne? Gar keine Frage. Ist natürlich auch wieder hier eine Spielerei. Aber, es geht fit. So, jetzt würde ich mal sagen, vorne sind wir komplett fertig, jetzt geht's hinten. Und hinten ist nämlich eine gefühlt 3 Meter Fußmatte, weil das mit in dieser Mittelkonsole mit rein soll. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Bis gleich. Oh, mein Nagel, Alter. Ich wollte jetzt eigentlich zeigen, wie die Fußmatten hinten aussehen. Weil hinten, vorne ist es okay,
Also Beifahrer passt echt gut, muss ich sagen. Fahrer war dann so lala, habt ihr ja schon gehört. Digga, aber hinten, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Also bin ich auch ehrlich. Digga, Katastrophe. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was ist denn da los? Ich schwenk mal die Kamera und dann zeige ich es euch. Also das ist ja der absolute Wahnsinn hier, ehrlich. So, ihr seht das. So kommt die Fußmatte rein. Hier ist so das Mittelstück, ne? So, das geht auch noch. So, und dann wird das hier, oh, hab ich nicht so vernünftig gesaugt, aber egal, dann hier so reingeklemmt. So, hier alles wunderbar. Jetzt kommt die Härte. Hier. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich die Fußmatte hier unter den Sitz irgendwie bauen muss. Also den Sitz ausbauen und diese Fußmatte hier reinlegen muss. Alter, das sind Fußmatten. Es sind Fußmatten. Ich wollte hier nicht das halbe Auto hier hinten. Ja, da habe ich einen Fleck, ich weiß. Ich wollte hier nicht das halbe Auto hier aufbauen. Das ist ja sowas zum Kotzen. So, hier kommt das Ding dann hier so reingeklemmt. Boah, Digga, das passt ja vorne und hinten nicht. Das passt ja vorne und hinten nicht. Das ist ja so die reinste Katastrophe. Also ehrlich. Da hast du dich so auf diese Dinger gefreut. Alter Schwede. So, sieht ja okay aus, ne? So, zack, wenn das jetzt alles so wäre, so ein gestepptes Muster. Ja, aber ich kann doch nicht hier so rumfahren und hier einfach so ein Flatschen haben. Was ist das denn? Also da bin ich jetzt wirklich ratlos. Ehrlich. Also kann ich mir absolut nicht erklären. Vor allem hier, du kannst auch nicht weiter hier nach vorne, weil hier ist dann auch gleich Schluss. Weißt du, wie ich meine? Du hast ja nicht so viel Spiel. Also das ist schon Maximum nach vorne gedrückt. So. Aber wie ihr auch hier sehen könnt, hier die Schnittstelle, gut, ist jetzt nicht perfekt, ne? Die Dinger kommen auch aus China, kam das Paket. Also muss ich wirklich sagen, hätte ich echt mehr erwartet. Ja, ich werde das Video jetzt auch so hochladen, so wie es jetzt ist. Einfach nur, um euch zu warnen. Also sage ich euch ganz ehrlich, kauft euch bloß diese Fußmatten nicht. Also was soll ich dazu sagen? Ich bin wirklich sprachlos. Wieso verkauft man so einen Schrott? Also für hinten müsste ich entweder neu nähen oder mir mit einer Schere zuschneiden. Oder keine Ahnung, die Sitze rausbauen und das da irgendwie da drunter klemmen. Was es ja nicht auch nicht sein kann. Es sind, wie gesagt, Fußmatten. Alter, ich habe hier keine neuen Teile bestellt, wo ich die jetzt rumschrauben werde. Es sind immer noch Fußmatten, Leute. So, ich ziehe jetzt erstmal die Fußmatte raus. Vorne zeige ich euch mal, wie es jetzt so komplett aussieht. Ihr könnt das sehen. Sieht ja einigermaßen so ganz okay aus, ne? Hier an die Seiten reingestopft, da reingedings. Ist alles okay, gut. Ist zwar ein bisschen faltig, aber ist jetzt auch wirklich jetzt nicht so Top-Qualität, diese Fußmatten, aber so als kleinen Hingucker hätte es ja gereicht. Für Fahrer genau dasselbe Spiel. Hier oben links ist es auch nicht so perfekt, aber geht schon einigermaßen klar, ne? Aber hier für hinten, Alter, reinste Katastrophe, ehrlich. Aber wie Bobel sagen würde, den GTI einfach zum Bentley gemacht mit diesen Fußmatten. Schöne Grüße, gehen nach Hamburg. Ja, was soll ich sagen? Hinten schmeiße ich jetzt raus. Die lasse ich noch. Video wird so hochgeladen. So Leute, ich melde mich jetzt hier nochmal mit etwas besserem Licht und etwas besserer Qualität wie jetzt da aus dem Auto heraus. Also ihr habt es gesehen. Es ist wirklich nicht zu empfehlen und werde mir dann leider Gottes dann von VW originale Fußmatten bestellen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. I'm everybody's type, but nobody can deny. 'Cause you know I get it, get it. Not the nobody, but I'm getting.